Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Und in letzter Zeit haben wir schon viel herumprogrammiert, haben viele Klassen und Objekte und so weiter kennengelernt. Nur war das alles in so einem schieren, schwarzen Fenster in der Konsole. Jetzt sitzen wir vor einem bunten Windows-Betriebssystem, wo Fenster auf und zugehen, wo sie gleiten und durchsichtig werden, wenn man es verschiebt und alles. Und wir programmieren in so einem schwarzen Fenster rum und da steht noch irgendwas Kuckuck, Hallo. Wie geht es dir? Ja. Warum machen wir das? Weil nämlich ein Fenster zum Programmieren jetzt nicht so einfach ist, wie die Konsole zu programmieren. Jetzt haben wir ein paar Sachen aber schon gelernt. Wir wissen, was ein Objekt ist. Wir wissen, was eine Library ist und so weiter. Gut, jetzt können wir anfangen. Jetzt haben wir das Rüstzeug, ja, um so eine Windows-Applikation zu verwenden. Nun, eine Windows-Applikation, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte. Wir brauchen auf alle Fälle, unter anderem müssen wir eine Using-Anweisung machen. Und zwar brauchen wir ein Using. Und zwar auf System. System. Windows. .form. Das brauchen wir. Ja, das ist die Bibliothek, die wir verwenden werden. Ja, oder wo das eben alles Mögliche definiert ist. Und irgendwo wird es in unserem Programm ja auch eine Static Void Maiden geben. Gell? Also irgendwo haben wir dann eine Static Void Main. Und diesmal gibt es keine Argumente. Ja, weil eine Windows-Applikation, die geht einfach auf. Fertig. Ja. Geschwungene Klammer auf. Und jetzt kommt's. Ja. In diesen System Windows Forms ist ein Objekt definiert, das heißt Application. Ja. Dieses Application-Objekt mache ich jetzt einmal. Da machen wir Punkt und rufen daraus eine Methode auf, nämlich Enable Visual Styles. Da machen wir Application. Punkt. Jo, normalerweise sind kompatibel Text Rendering Default. Das ist einmal Methodenname. Okay. Aber ist falsch. False. Setzen wir false. Ja. Und dann, jetzt geht es wirklich los. Pass auf. Application. Da startet jetzt unsere tatsächliche Applikation mit der Methode run. Die wird von der Application aufgerufen. Wie gesagt, Application ist da drinnen. Und dann machen wir da New und da drin steht Form 1. Und das war's, das ist unsere Main-Methode. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Das Form 1, ja, ist die Klasse eines Fensters. Unser Fenster ist eine Klasse. Okay? Unser Fenster ist eine Klasse und das muss ich, diese Klasse muss ich programmieren. Diese Klasse ist, muss ich programmieren. Also das Form 1, das da, ist die Klasse des, nehmen wir es Hauptfenster. Unsere Anwendung. Okay, also das ist die Klasse des Hauptfensters unserer Anwendung. Da sagen wir, hey, lass das laufen mit dem Fenster. Ja? Form 1. Ja? Die Basisklasse des Hauptfensters
ist Form. Also die Basisklasse von Form 1 ist Form. Ja. Und definiert, ja, definiert wird die Klasse in zwei eigenen Dateien. Da gibt es einmal erstens die Datei form1.cs. Da drin wird die Funktion des Fensters programmiert. Ja? Kapselt. Die Funktion des Fensters. Okay, absolut die Funktion des Fensters. Da drin programmieren wir rum, ja, wird vom User programmiert, wird von uns programmiert. Da wird zum Beispiel programmiert, was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Die Funktion des Fensters wird da drinnen definiert. Und dann gibt es nur auf Form 1 Punkt Designer Punkt CS, ja, und die beschreibt das Aussehen. Das Design des Fensters. Und seiner Steuerelemente. Seiner Steuerelemente. Was sind Steuerelemente? Knopf, Textfeld, Schieber, gibt es verschiedene. Ja, Steuerelemente. Ja, Knöpfe, Schieber, Felder, irgendwas. Ja. Und das wird von, normalerweise ändern wir die nicht, ja, das wird von Visual Studio für uns geschrieben. Ja. Wird normal von Visual Studio verwaltet. Okay. Das wird also normalerweise von Visual Studio verwaltet. Und jetzt sehen wir schon, puh, da müssen wir aber ganz schön viel machen. Ja? Und wenn ich mit dem angefangen hätte, na dann bitte, was ist das? Also Applikation ist ein Objekt, welches wir von Windows Form, das Form ist ebenfalls da drinnen, ja, die Basisklasse, da wir legen eine neue Klassendefinition an, die auf der Basisklasse Form definiert, da eher man halt irgendwelche Sachen, dass man es größer, kleiner machen kann und solche Sachen, die man mit jedem Fenster machen kann, die sind da drinnen. Und was wir zusätzlich noch dazu programmieren, programmieren wir in Form 1 hinein und legen auch fest, irgendwie, wie man so Steuerelemente drinnen hinsetzen kann. Ja? Am besten, wir schauen uns das jetzt noch kurz am Computer an, wie das dann wirklich ausschaut, was uns nämlich Visual Studio da schon alles abnimmt, das ist nämlich auch etwas. Und ja, schauen wir es an, dann wird es schon klarer werden. Ja, also hier im Computer werden wir wieder unser Visual Studio starten und dieses Mal machen wir ein neues Projekt, da drücken wir wieder auf neues Projekt erstellen, gell? Und dieses Mal wählen wir nicht die Konsolen-App, ja, sondern wir wählen irgendwo da Windows Forms App. .NET Framework. Genau das brauchen wir. Bug, das wählen wir. Ja. Windows Formset, da sehen wir, da gibt es ja einiges. Gell. Darum kann man filtern, C-Sharp wollen wir haben und wir werden das Windows Forms App verwenden. Weiter. Und dann nennen wir es beim Namen und sagen mein erstes Fenster. So soll das heißen, mein erstes Fensterprogramm. Erstellen. So, jetzt wird das erstellt. Und jetzt schaut das so aus. Ja. Und da sehen wir schon, da sehe ich an Form 1 und darüber sehe ich eine Toolbox, heißt es. Das kann sein, dass das vielleicht so aussieht, dass das da drüben nur so angelegt ist. Dann kann man das da aufklappen und da oben mit diesem
mit dieser Pinnnadel festpinnen quasi. Ja? Also das schaut jetzt schon mal so aus. Okay, es ist offensichtlich ein Fenster. Schön. Ja? So ein Fenster, aber ich habe jetzt gesagt, da ist ja irgendwo ein Programm und da ist ja irgendwo, muss ja dieses Main sein und so weiter. Das gibt's, das ist hier auf der Seite, da gibt es das Programm CS. Gell? Und wenn wir da draufklicken, tatsächlich, da ist es. Da ist es. Ja? Und wir sehen, das wird hier automatisch geused. Wir sehen das Ganze, was ich zuerst da hingeschrieben habe, das steht ja eh schon da. Das steht ja eh schon da. Gott sei Dank, unsere Entwicklungsumgebung nimmt uns die ganze Arbeit ab. Ja? Jetzt haben wir das. So, und jetzt haben wir nur gesagt, okay, es gibt das Form 1 CS und wenn ich da draufklicke, dann komme ich immer wieder daher. Komme ich immer wieder daher und das ärgert mich. Ja? Ich möchte ja den Code sehen. Und da kann ich hier mit dem Kontextmenü, mit der rechten Maustaste, Code anzeigen gehen. Und da sehen wir, aha, das ist jetzt also das Form1.cs. Ja, Form1.cs. Und da sehen wir, aha, da wird ja die Klasse definiert, die Form1-Klasse. Ja, und die wird abgeleitet von der Klasse Form. Und da gibt es schon einen Konstruktor und der macht halt irgendwas, das ist auch schon vorbereitet, kümmern die mich gar nicht drum. Da wird schon passen. Ne? Wird schon passen. Ja. Gut, also jetzt haben wir hier ein Form, ja, und dann habe ich aber nur gesagt, es gibt irgendwo das Design und wenn man da weiter, da gibt es da wirklich, gibt es noch das Design DS und das kann man auch öffnen. Und das schaut halt ein bisschen arg aus. Ja, das schaut irgendwie so aus. Da gibt es auch Form 1 und da sehen wir, okay, was ist das Dispose? Das könnte ich vielleicht erklären. Das Dispose ist eine Funktion, die stellen wir zur Verfügung, und zwar, um irgendwelche Speicherbereinigungen durchzuführen. Macht eh automatisch für uns. Ja? Wenn wir das rauslöschen, passiert auch nichts. Aber dann kann es sein, dass unsere Applikation zu viel Speicher verschwendet. Lassen wir es drin. Ja, wie gesagt, in dieser Klasse, in dieser Form 1, Form 1.designer.cs, da lassen wir, da passiert irgendwas, wenn ich da hier herumfuhrwerke, wenn ich da irgendwelche Sachen umziehe, dann schreibt er da automatisch was rein, weil das beschreibt er eigentlich, wie es ausschaut, aber ich kann das da ganz komfortabel da rüben machen und kann das da ein bisschen reinziehen. Ja? Das sind die sogenannten Steuerelemente, oder einige davon sind Steuerelemente. Was Steuerelemente sind, das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Gell? Jetzt wissen wir mal, wie wir ein Fenster machen. Immerhin, wir wissen, wie man ein Fenster macht. Aber es macht halt noch nichts. Ja? Es ist einfach mal da. Das wollte ich mal herzeigen. Und das nächste Mal füllen wir das etwas mit Leben. Ja? Weil da geht auch einiges ab. Ja? Geht auch einiges ab. Aber da gibt es dann Events und so weiter. Werden wir uns das nächste Mal ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.